Wir halten also diese Einsicht fest, dass die ewigkeitsphantasmatische Vorstellung, die auf die Präsenzvorstellung eines Daseienden, eines immer gegenwärtigen Daseienden, sobald man die Augen öffnet, gründet, dass dies nur um den Preis des Tödlichen, des Vergänglichen überhaupt möglich geworden ist, eines Dazwischen zwischen dem Davor und Danach jeweils, das das Bild in der Mitte erzeugen lässt, als Abbild jenes Vorgangs des Verlusts, des Hinausgeworfenwerdens in die Welt, des Blasensprungs, des Verrats, des unverbrüchlichen Versprechens auf ewige Verbundenheit. Nur diese elastisch-plastischen Wesen, die sich zu reduplizieren begannen und damit den Tod einführten, denn vorher waren Protozoen Unsterbliche, ermöglichten am Ende der Kette dieses nun sich selbst bespiegelnde Sein, das wissen wollte, durch einen Reflexionsblick, auf einen Reflexionsspiegelblick auf sich selber, indem es die Ozelle durch das dadurch erzeugte Licht sich ausleuchten machte, erzeugte diesen Moment seines Gleitens, seines Vergehens, seines Conditio sine qua non, nicht anders Könnens als die Abtauschung, das Vergehen, die Ersetzung der Körper zu bewerkstelligen. In diesem inkarnierten Fleisch, denn die weiterzugebende Codebotschaft, die zu akzentuierende Codebotschaft und die darauf eingeschriebenen Erinnerungen sind somit nur möglich auf Kosten jener Barrieren links und rechts der Pole Plus und Minus, nämlich dem Tödlichen und dem Wiederentstehenden, in jedem Moment, in jeder Sekunde 25 Mal. Und nur das lässt in der Mitte dieses gleitmetonymischen Prozesses das Bild erst entstehen. Mit dem zenotischen Blick des Parmenides, des Unvergänglichen. Des Bleibenwollenden, des Nichtvergehenwollenden, des sich als Botschaft und als Erinnerung bewahren wollenden. Denn ohne diesen Reflexionsblick, ohne diese Wahrnehmung der Repräsentationsrepräsentanten und dann noch dazu deren invertierte Spiegelung im Konvexspiegel des Seins, das ich mit dem Auge anblicke und das mich in diesem Anblicken mich anblickt. Was schuf der Höchste, ehe er alles schuf? Sich. Was schuf er aber, ehe er sich erschuf? Mich. Angelus Silesius. Also, nur um den Preis des Vergehens, der Vergänglichkeit erzeugt sich die Vorstellung wenigstens der Persistenz des Ewigen, die Erinnerungsmöglichkeit, die Vorstellungsmöglichkeit, die Repräsentationsmöglichkeit. Das ist schon erstaunlich und eine ebenso merkwürdige Grundparadoxie, wie dass die Wesen durch das Protonteudos der Liebe getäuscht werden,
zu ganzer Verschmelzung zu kommen, aber nur um den Preis des Urteils ihres unwiederbringlichen verlustig gehen müssens hinausgeschickt werden in diese Welt, in der nicht sie das Fürchten lehren sollen, sondern sie der Welt das Fürchten lehren wollen.